Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ich sitze gerade in der ASP drin, aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, dafür muss ich erstmal an die Oberfläche fliegen. Ich bekam den Tipp, dass es wohl eine güldene Lackierung für die ASP gibt. Und ja, die hatte ich dann tatsächlich schon im Inventar, wenn man so möchte. Also die gab es für irgendwas, fragt mich jetzt nicht. Jedenfalls so sieht sie aus. Ist jetzt nicht so berauschend. Sieht eher so ein bisschen bronzemäßig aus, finde ich. Aber vielleicht ist auch einfach bloß das Licht ganz schlecht hier drin. Laderaum voll. Das kann gar nicht sein. Ah ja, okay. Null Frachtkapazität ist natürlich auch der Laderaum voll. Gut, kein Wunder. So. Als zweites, warum ich die ASP ausgewählt habe, wir düsen damit jetzt mal schnell zu einem kleinen Planeten hier im System. Das müsste der kleinste landbare sein, den es hier gibt. Können gleich nochmal nachschauen, wenn wir auf dem Weg dorthin sind. Ach hier, guck mal. Ach, ich Idiot, hab die Frachtluke auf. Warte mal, wie war das? So, genau. Ich habe da nämlich mal was vor. Alles im Dienste der Wissenschaft. Und ich hoffe, das wird ein bisschen lustig vielleicht sogar. Schauen wir mal. Eventuell hätte ich auch ein größeres Schiff dafür wählen sollen. Bin ich mir noch nicht so sicher. So. Komm, lass mich mal hier wegspringen. Ah ja, genau. Das Community Event ist natürlich auch abgeschlossen. Die Zeit war dann vorbei heute irgendwann, als ich heimkam. Und es war ganz, ganz kurz vor Tier 5. Also es hat leider nicht ganz gereicht. Und ich bin dann nach der letzten stündlichen Folge abgedüst. Hab das abgegeben und wir waren dabei knapp über 21 Millionen. Hat sogar für die Top 5% gereicht, aber war mir klar, dass es dann bis heute, war ich ja eh nicht zu Hause, nicht mehr reichen wird für die Top 5%, sondern nur für die Top 15. Und so war es dann auch. Und gab dann halt die 8 Millionen Bonus. Für die Top 5% gab es dann die 12 Millionen Bonus und ja, hab die eingesackt. Und bin dann erstmal wieder heimgeflogen in unser neues Heimatsystem, HIP 80242. Ist vielleicht jemand von uns hier unterwegs? Können wir mal kurz schauen. Ach, seht ihr, ich wollte eh noch mal nach dem Planeten gucken. Nö, hier ist gerade niemand. Also hier will ich hin. 524 Kilometer im Durchmesser, im Radius. Und die anderen, die haben alle ein bisschen mehr. Oder die beiden? Die habe ich gar nicht angeschaut. Ja, okay, gut. Ja, gut, wir hätten auch hierhin fliegen können. Ist jetzt egal. Wir sind jetzt eh schon unterwegs. Und ich habe sogar schon, kann ich ja schon mal ein bisschen spoilern, das ist heute die Samstagsfolge. Im Prinzip habe ich ab heute Urlaub. Und auch noch die ganze nächste Woche. Und da werde ich mich schon mal ransetzen für die 500. Folge. Das wird hier wieder so ein Special-Video. Da habe ich mir jetzt in den letzten Wochen schon immer mal wieder ein paar mehr Gedanken gemacht, auch jetzt die letzten Tage vor allem. Und da habe ich schön viel Zeit und werde mir auch schön viel Zeit dafür nehmen und schon mal einiges vorbereiten. Und schon mal ein bisschen was zusammensetzen und mal schauen, wie ich mir das so vorgestellt habe, ob das alles so klappt. Das ist ja immer so eine Sache, man malt sich was im Kopf aus, man fängt dann an und merkt, oh. So geht das aber nicht. Dann macht man es erstmal anders und dann irgendwann stellt man fest, oh ja, doch, es wäre doch so gegangen. Und dann modelt man alles zwei, dreimal um. War ja damals auch so bei dem 300. bei der 300. Folge. Aber ich glaube, ich hatte das schon zweimal erzählt oder so. Das hatte ich dann auch zwei, dreimal übers Board geworfen. Umgekrempelt sozusagen. Und dann einfach nochmal mehr oder weniger neu angefangen. Naja, das kriegen wir schon hin. Ich bin frohen Mutes und habe mir auch schon ein paar Sachen zusammengesucht. Ich hoffe, es gefällt euch dann wieder. Aber da ich selber noch nichts vorzuweisen habe, sage ich da jetzt erstmal nichts weiter zu, außer dass die Pläne stehen. Und oh, ich sehe gerade, es ist wohl. Ach, guck mal, die sind sehr nah beieinander. Das ist toll. So, ich erzähle euch gleich, was wir vorhaben mit der ASP. Ich hoffe. Oh Gott. Das wäre jetzt peinlich. Ja, Gott sei Dank, SAW ist dabei. Das wäre dämlich, wenn ich jetzt keins dabei hätte. Hätte mich aber nicht gewundert. Sagen wir es mal so. Okay.
Ach, guck mal. Ja, das wird schön zusammengeknautscht. Der kleine Planet hier. Wo gehen wir denn mal runter? Ist eigentlich fast egal. Ich bin ein bisschen schnell. Ich wollte jetzt nicht unbedingt auf die Nachtseite. Ich drehe noch mal so ein kleines bisschen. Oh, der sieht aber hübsch aus, oder? Ich hatte irgendwann mal gedacht, Mensch, drehst du mal eine Runde um so einen kompletten kleinen Planeten, der vielleicht nur 140 Kilometer im Radius hat. Nur hat er dann einen Durchmesser von ja, 280 oder ich sag jetzt mal 300 Kilometer und einen Umfang von knapp 1000. So jetzt mal ganz, ganz grob hochgerechnet. Und das würde trotzdem sehr lange dauern, so einen Planeten einmal komplett zu umrunden. 1000 Kilometer, das bin ich nämlich derzeit noch nicht mal. Schauen wir gleich mal insgesamt mit dem SAV gefahren. Das müssten so irgendwie um die, weiß ich nicht, 800 oder so sein. Oder 700. Wo sind das bei Erkundung? 815 Kilometer. So, dann gehen wir mal hier runter. Der Grund, warum ich das jetzt mache, war ein Forumspost im deutschen Forum. Da kam jemand mal auf die Idee und das fand ich ganz nett. Ich kann gerade leider nicht sagen, wer es war. Aber wir probieren das mal. Ich fand das ziemlich interessant. Wenn es klappt, wenn es überhaupt mit der ASP klappt und ich hoffe, es klappt mit der ASP. Falls nicht, müssen wir ja, irgendeinen Transporter oder so uns mal organisieren oder irgendein großes Schiff. So, dann düsen wir jetzt mal. Oh, geil. Ich würde hier jetzt gerne rumdüsen, aber das habe ich jetzt nicht vor. Es könnte auch eine Weile dauern. Wir haben zwar noch eine Menge Zeit in der Folge, aber es könnte sein, dass das gar nicht so auf Anhieb klappt. Okay, wie sieht's aus? Wo sind wir denn eigentlich? Ach, guck mal, wir müssen ja Fahrwerk ausfahren. Mein Gott, ich bin jetzt lange nicht gelandet. Wie viel G haben wir denn hier? Ist halt wenig G-Kräfte, deswegen bin ich hier auf einem kleinen Planeten gelandet. 0,06 G. Das ist OG. Nein. So, dann gehen wir mal hier runter. Das sieht eigentlich. Ja. So, kann ich hier landen, ja? Der steht ein bisschen schräg. Ich würde gern woanders. Naja, okay. Wir müssen es einfach mal probieren. So. Genau. Lande. Ha. Runter mit dir. Komm schon. Ich geb mal das auf die Schilder. So, danke. Gut, packen wir das Ding aus. Ach übrigens, kam jetzt ein kleiner Patch irgendwann im Laufe der Woche mal raus. Und da musste ich, Gott sei Dank, sichere ich dir ja immer jetzt einmal pro Monat ungefähr die ganzen Steuerungen für das SAV waren nämlich gelöscht und brauchte die alten bloß reinkopieren und dann ging das. So, und zwar ist der Plan folgender. Ah, okay, das könnte sein, dass das, naja gut, wir probieren es jetzt einfach mal irgendwie. Genau, der Plan ist folgender, wir landen auf der ASP mit einem Buggy und berufen dann das Schiff einfach mal ab und dann will ich mal sehen, was passiert. Klingt simpel, aber es könnte sein, dass es eine Weile dauert. Ich mache jetzt. Das Ding ist halt, man kann ja bloß ab einer bestimmten Entfernung die vertikalen Schubdüsen benutzen. Oh, hier müsste ich mal auf Antrieb gehen. Und durch die geringe Schwerkraft können wir die halt länger benutzen. Guck mal, ich kann relativ nah ran bei der ASP. Okay, hier geht's schon nicht mehr. Ab hier geht's. Oh. Also irgendwie bei knapp 70 Meter ist da die Grenze. So, wenn ich jetzt wüsste. So wird das schon mal nichts. Deswegen hatte ich mir so einen kleinen Hang gesucht, dass ich mir dachte, ich stelle mich auf so einen Hang drauf und lasse mich dann bloß mehr oder weniger runterplumpsen. So, dann probieren wir es mal anders. Dann nehmen wir einfach mal ein bisschen mehr Anlauf. Hier so ein kleiner Hügel, vielleicht können wir das mit verwenden. 0,06 G, sehr wenig. Und das würde ich ganz gerne mal probieren. So, jetzt blende ich mich selber, das ist auch ganz toll. Ja, das war hervorragend. Neuer Versuch. Wie gesagt, ich denke mal, das wird eine Weile dauern, bis ich dann einen gescheiten Versuch vielleicht hinkriege. So. Und den kleinen Sprung hier mitnehmen. Okay, das ist gar nicht so doof. Runter, 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 runter. Bremsen, bremsen. Oh, zu weit. Ah, das war gar nicht so schlecht.
Das war gar nicht so übel. Ich hätte, ja, doof wie ich bin, hätte ich natürlich eigentlich gleich ein größeres Schiff nehmen sollen, aber ich dachte mir, ich packe die ASP mal aus und guck mir mal die goldene Lackierung an. Sieht ganz okay aus, ja, aber ich, ja, weiß ich nicht. Irgendwie fehlt da ein bisschen der Glanz und die Dekadenz bei dem Gold. So, umdrehen und Versuch Nummer 2. Also es war schon ein bisschen zu viel. Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wie viel ich da abgehoben bin. Oh, sieht das doch gut aus, oder? Bremsen, bremsen, du Sau! So. Das funktioniert so schon mal nicht. So. Ich versuch's mal hier von der Seite vielleicht. Mit Sicherheit auch nicht die optimalste Stelle, wo ich das probieren kann. Ja, das war jetzt doof von so weit unten. Das klappt nicht. Oh, 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 oh. Gegengedüst. Na, vielleicht von hier oben, das ist direkt ein bisschen erhöht. Je schneller ich bin, desto flacher ist halt der Winkel, den ich dann beim Sprung drauf habe. Je langsamer ich bin, desto mehr Schub müsste ich einsetzen, aber desto steiler wäre dann der Winkel, wie ich wieder aufkomme, was theoretisch besser wäre. Probieren wir es mal so. Ich bin jetzt nicht ganz so schnell. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jawohl. Halt an, du Sau. Nein. Ah. Ja, ich stehe. So. Okay. Ich möchte aber so nicht stehen bleiben. Ich zeig's bloß mal ganz kurz. Ja, das ist eine Kunst, würde ich mal sagen. Ach, guck mal. Ich kann mit dem Gamepad jetzt ganz gut hier die Kamera steuern. Wenn ich jetzt zurückfahre, müsste ich doch hier links auf der Tragfläche irgendwo drauf landen. Oder? Wir probieren es einfach mal. Oh, ja. Jawohl. Ha, hat nur 5 Minuten gedauert. Geil. Ich freue mich. Schön. Wir sind natürlich nicht ganz auf dem Schiff drauf, oder? Eher auf dem Schild, würde ich sagen. Okay. Wollen wir es mal probieren? Es war jetzt gar nicht so schwer. Es ging. Okay, rufen wir mal das Schiff ab. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich mache hier mal die Handbremse an, ob es uns festhält. Oh. Hebt's ab, oder? Sag jetzt nicht, das kann ich abheben, weil Last drauf ist. Der Buggy scheint sehr schwer zu sein. Das Schauspiel schaue ich mir mal von außen an. Also abheben will er, aber der Buggy hindert das Schiff dran. Guck mal an, hätte ich gar nicht gedacht, dass sie da dran gedacht haben. Ich habe auch den Forumspost nicht weiter verfolgt. Vielleicht hatte das da ja schon mal jemand gepackt und ich habe es bloß nicht mitgelesen. Und hat da schon geschrieben, dass es vielleicht nicht funktioniert. Wenn ich jetzt kurz die Schubdüsen betätigen würde, hier die vertikalen vom Buggy, dann hebt er vielleicht ab. Ich fahre mal ein Stück vor. Oh, 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 oh! Jawohl! Geil! Ha! Nein, nein, nein! Mein Schiff! Oh, da hat es uns aber hoch mitgenommen. Oh, oh, jetzt geht's runter. Schubdüsen! Oha, das könnte ein böses Ende nehmen. Okay, Glück gehabt. Ja, das steigt dann natürlich. Zieht dann die Nase nach oben. Da können wir nicht mit. Gibt es denn ein Schiff? Ich überlege gerade, was hinten, ja, wo man sich so reinfallen lassen könnte in so eine Kuhle. Oder wo ich mich so blöd an dem Schiff positionieren kann, dass wenn es nach oben steigt, dass ich trotzdem irgendwie noch festhängen kann.
Ganz. Oder man macht das einfach mit einem Wing-Member. Dass derjenige im Schiff sitzt und einer springt drauf, so wie jetzt, und der andere könnte doch dann theoretisch ganz normal rumfliegen. Also zumindest geradeaus. Vielleicht würde das funktionieren. Also wenn er nicht die Spitze nach oben zieht, sondern einfach ein bisschen hoch und dann nach vorne oder so. Wer hätte denn damals Zeit? Könnten wir gerne mal probieren. Also das würde ich mal testen wollen. Ich suche mal noch ein anderes Schiff raus. Ich habe die gerade nicht alle im Kopf. Ob da irgendeins was hätte, wo ich mich ranstellen könnte. Wir können es ja hier bei dem nochmal probieren. Ich rufe das nochmal her. Erstes gucke ich mir mal hinten das Gestein an. Halt! Da war's! Oh, zurück! War gar nicht so weit. Das müsste, warte mal, drei Striche waren das übereinander. Das müsste Bronzit-Kontrit sein. Wusste ich nicht mehr. So ein bisschen blöd hier oben auf dem Hang. Muss ich mal von hier drüben ran. Und puff, 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 weg damit. Eisen, Nickel, Mangan. Hier brauchst du wieder eine Stunde, bis das Zeug runterfliegt. Und Nickel. Ja, nehmen wir natürlich mit. Alles für die Statistik. Sonst würde ich das schon längst liegen lassen, aber ich mag Statistiken sehr. Deswegen. So. Ist er wieder da gelandet, wo ich vorhin gelandet bin? Nee. Oder? Müsste woanders sein. Das ist wohl ein Witz. Wo ist denn? Ja gut, hier ist natürlich nirgendwo ein Platz, wo es hätte landen können. Verstehe ich schon, dass man da 1,5 Kilometer weit weg landen muss. Naja. Nichtsdestotrotz düsen wir mal hin. Geht ja schnell. Ui, ui, ui. Vorsicht. Jawohl. Hier ist allgemein irgendwo was Größeres hier hinten. Ha. Naja. Ich hatte das vorhin von der Seite gemacht. Ja, nee, das wird nichts. Das brauche ich gar nicht weiter probieren. Komm schon, komm schon. Schubdüsen lassen gleich nach. Nein! Dass es hier überall hier auf drüben geht. So leicht erhöht. Das Ding ist genau in irgendeine Kuhle gelandet. Ja, ein bisschen Anlauf brauchen wir schon. Das müsste. Naja, wohl. Ich wollte noch mal kurz die Schubdüsen, aber da war ich schon zu nah dran. Da ging es nicht mehr. Aber das war schon okay. Müsste klappen. Scheiße. Halt! Halt an! Na, verdammt! Ah, ist ein bisschen weit. Jawohl. Oder? Bin mir nicht sicher, wo wir gerade. Scheiße. Wo wir gerade stehen. Ah, komm schon. Muss doch noch einmal klappen. Ja, ich würde am liebsten von der Seite drauf, aber das ist irgendwie gerade ganz dämlich. So. Halt an! Halt! Halt! Nein, doch!
Ja. So, ich dachte mir vielleicht. Wir waren vorhin auch ganz schön hoch, ne? Ich habe das gar nicht so mitgeschnitten im ersten Moment, als wir dann so weit runtergefallen sind. Unter Umständen sollte ich unseren kleinen Buggy vielleicht nochmal reparieren. Ach, guck mal. Das ist ja alles voll. Wir könnten Standard und Premium auch machen. Wir haben bloß einmal Tellur. Nee, komm. Einmal normal bitte. Danke. Schnellste Werkstatt der Welt hier. Ich dachte mir, ich klemme mich hier so vor, so ein Wing. Also so ein Seitenruder oder was das sein soll. Oder, warte mal. Genau, vielleicht eher hier vorne auf die Schräge, wenn das nämlich nachher abhebt. Ja, obwohl, das geht nicht so ganz mit, ne? Ja, doch hier. Bin ich nicht ganz zufrieden. Na, nur aber los. Okay, jetzt geht's wieder nicht. Wenn ich jetzt einen kleinen. Da macht's was. Ah, geil. Ach, guck mal, wir fliegen immer noch nach oben. Ich gehe kaputt. Wir brauchen ein größeres Schiff. Komm schon, 900 Meter. Ja, 900 Meter. 1000 Meter, 1000 Meter, 1000 Meter. Ja, 1 Kilometer. Und 20 Meter. Und 30 Meter. Ich kann noch ein bisschen Schub düsen. Über 1 Kilometer. Geil. Unter Umständen verlieren wir eventuell gleich den Buggy. Ich versuche ein bisschen abzubremsen, aber keine Chance. Wir sind sehr, sehr schnell unterwegs. Oh, ich müsste die Schubdüsen nachher zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. Nein, jetzt komm schon, komm schon. Ah! Sorry. 49%. Ja, geil. Ach komm. Hervorragend. Erfrischende Folge, wie ich finde. Sehr schön. Geil. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wer Bock drauf hat, das mal zu testen im Wing, ruhig mal einer, der mal Zeit hat, würde ich gerne mal testen. Einfach mal bei einem mitfliegen oder andersrum. Ja, bei mir oder so, wie auch immer. Oder Schiff auf Schiff geht das auch. Wer weiß. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.